Das ist tatsächlich so. In der Statistik sehen wir, dass bei den Männern der Prostatakrebs der häufigste Krebs ist, vor allem Krebs. Wieso ist der Prostatakrebs der häufigste Krebs bei Männern? Das ist eine sehr gute Frage. Die können wir nicht richtig beantworten. Es ist klar, dass der Prostatakrebs ein Krebs ist, der erst eher im Alter kommt. Und die Ursachen sind wahrscheinlich Umwelteinflüsse, Alter, vielleicht auch Ernährungssachen und Genetik, Vererbung. Was wir wissen, darum fragen wir auch die Männer, die in der Familienvorgeschichte auf der männlichen Seite Grossvater, Vater Prostatakrebs hatten, die haben ein höheres Risiko, auch an Prostatakrebs zu erkranken, als die normale Bevölkerung. Bei allen Krebs gilt, die Vorsorgeuntersuchungen sind extrem wichtig. Generell sagt man, Männer ab 50 sollten zum Arzt gehen und eine Prostatakrebsvorsorge machen. Wir haben es vorher erwähnt, die Männer, die eine familiäre Vorgeschichte haben, also die Vorfahren schon Prostatakrebs hatten, die sollten schon mit 40 gehen. Also wenn wir jetzt vorher davon geredet haben, von einer Prostatakrebsvorsorgeuntersuchung, dann braucht es eigentlich zwei Tests, um Prostatakrebs können Sie diagnostizieren, respektive einen Verdacht darauf zu haben. Das eine ist eine Blutuntersuchung. Dort tut man das PSA, das prostaspezifische Antigen, im Blut, im Serum erfassen. Das ist ein Enzym, das nur die Prostadrüsen machen. Das heisst, dass der Wert ist nicht krebsspezifisch, sondern organspezifisch. Und das zweite ist eine Rektaluntersuchung. Man tut durch den Darm durch die Prostata abtasten. Und wenn man dort einen Verdachtsmoment hat, wenn das PSA zu hoch ist im Blut, respektive wenn der Verdacht da ist, weil etwas an der Prostatoberfläche herb oder derb ist, krebsverdächtig ist, dann geht es weiter, dann braucht es für die Bestätigung und für den Ausschluss von so einer Verdachtsdiagnose eine Prostatabiopsie. Wir Urologen glauben, dass der PSA immer noch der beste Tumormarker ist weltweit, wenn es um Tumorsuche geht, aber man muss wissen, es ist nicht krebsspezifisch. Den Krebs sollte man möglichst früh entdecken in einem Stadium, wo er eben auf so Organ beschränkt ist. Man redet dann von einem klinisch lokalisierten Krebs. Da gibt es grundsätzlich zwei Behandlungsmöglichkeiten, die kurativ sind, wo man den Krebs heilen kann. Das ist erstens das Bestrahlen und zweitens die Operation, den ganzen Krebs wegnehmen. Dann macht das PSA ganz einen grossen Sinn. Dort ist es wirklich schlagkräftig. Wir sehen hier auf dieser Tabelle, wenn bei einem Mann nach einer radikalen Operation alle Krebszellen draussen sind, dann haben wir ja gar keine Zellen mehr, Prostatazellen mehr, die können PSA produzieren. Das heisst, wir haben den Wert, der muss nach der Null sein, wie bei einer Frau, die keine Prostata hat. Und darum ist der Verlauf ganz wichtig. Nach einer radikalen, kurativen Therapie ist der Wert Null und muss Null bleiben. Dann ist der Patient geheilt, dann braucht er keine weitere Therapie. Wenn ein Patient spät kommt, und er kommt schon wegen Knochenschmerzen zum Beispiel, hat Ableger, dann ist klar, dass wir etwas gegen den Krebs machen, und zwar nicht nur Schmerzmittel. Und das, was man machen kann, ist, wie man gesagt hat, ein Hormonentzug, weil die Prostatakrebszellen sind auf das Testosteron angewiesen. Wenn man das Testosteron potenziert, dann sterben die Krebszellen, die hormonsensitiv sind, ab und Knochen mit der Stase gehen zurück. Das kann man auf zwei Arten bewerkstelligen. Entweder muss die Fabrik, die Testosteron produziert, sprich den Hoden, entfernen, eine Kastration machen, operativ. Oder moderner, man kann eine Spritze machen, subkutan unter die Haut. Da gibt es jetzt fängt's 1 bis 6 Monate Depotspritze. Dort machen wir eine medikamentöse, reversible Kastration. Wichtig ist zu sagen, dass die Methode vom Hormonenzug nicht zu einer Heilung führt, sondern zu einer guten Lebensqualität beiträgt. Also es geht darum, dass wir nicht eine Lebensverlängerung machen bei diesen Patienten, sondern eine palliative Therapie heisst, eine gute Lebensqualität haben. Sprich, der Patient sollte das machen, was er sich will machen. Er sollte keinen Schmerz haben, guten Appetit haben. Das sehen wir hier. Wir haben hier einen Hormonenzug und dann kann die Phase da relativ lang sind, da gibt es bis zu 10 Jahre, der Patient beschwerdefrei ist unter dem Hormonentzug. Und dort macht es natürlich Sinn, wenn wir eine Möglichkeit haben, dass Spritzentherapie ein Depot 6 Monate hat, ist das viel besser, als wenn der Patient alle Monate muss kommen, in die Sprechstunde für eine Spritze zu machen. Es ist auch nicht nötig, dass man zum Beispiel PSA alle Monate nachkontrolliert. Wenn der Patient stabil ist, beschwerdefrei ist, dann lohnt es auch einmal pro Jahr in so einer Phase eine PSA Nachkontrolle zu machen. Meine Message ist, Männer gehen zum Arzt, wie die Frauen. Dann haben sie vielleicht die Möglichkeit, dass in einer Generation zwei Männer die gleich grosse Lebenserwartung wie die Frauen haben und dass der Gender Gap nicht auseinandergeht. Lasst euch untersuchen
Und zwar, auch wenn ihr gar keine Beschwerden habt.